Willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Ostern. Happy Easter, everyone. Leute, mein Easter-Look. Okay, man erkennt gar nichts. So einen Hasen habe ich von der Oma bekommen. Ach, die Oma. Ich habe eine Ente. Wow, oh, süß. Brunchy. Brunchy. Wo wir so eingekreuzt haben, verstehst du jetzt das? Oh, jetzt hast du aber nein. Love it, love it, love it. Nee, ein bisschen heller. Jetzt brennt es aber da. And a fire. Ja, da bevor ich heute Papa hat heute ein Hemd an. Ja, oh. Mit Knopf zweit unten, gell? Die Kette, die Kette. Na, tret, tret. Mama und ich sind weg. Gehen jetzt auf Fototour. Ja, wunderbar. Fototour. Ich sehe aus wie ein Ei mit der Frisur und den Ohrring. Quatsch. Wie läuft es? Yes! Yes! Let's go! Let's go! Wie sagen die das immer bei den auf der Wiesen oder so beim Karussell? Let's go! Oder anschnallen und. Wir sind fertig! Man sieht gar nichts, viel zu dunkel. Instagram. Auf dem Gram. Und ganz tolle Fotos, weil die habe ich gemacht. Mhm. Ist ja klar, da müssen die ja wunderbar sein. Und meine Klamotten sind alle von Loft. Loft 26. Vorbeischauen. Unbedingt. Die haben ganz, ganz tolle Sachen. Wirklich. Seht ihr an der Michelle. Jedes Kleid sieht exzellent aus. Oh, exzellent? Ja, wirklich exzellent. Sie hat Sachen an, wo ich mir dann denke, also mir persönlich würde es nicht gefallen, aber wenn es die Michelle anhat, sieht es echt richtig schön aus. Also es gab noch nichts, wo ich gesagt hätte, ist das hässlich. Das gab es nicht. Die Mama ist ja Zucker. Nee, ist wirklich so. Wirklich. Heute ist immer Zucker, morgen ist es Salz. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Boah, das ist so hell. Schau mal, da sehe ich aus wie. Ich muss jetzt hier abziehen. Like an egg. Also, das koche ich. Like an egg. Nimmst du das auf? Ja. Um Gottes Willen. Also, ich glaube, sie sollte lieber Fotos machen, weil beim Singen hat sie es nicht so. Ich habe mich ja auch noch nicht eingesungen. Ach so. Na ja, dann. So, bis dann. Peace. Also für die SDS reicht es auf keinen Fall. Muss es auch nicht. Nö, muss es auch nicht. Bye. Peace. Friends. Oh Gott, da ist meine Nase voll schief. Ja, genau. Good morning, next day, Leute. Ich habe mir letztes Mal, also es ist Trainergräne, ich diese Kisten da geholt. Die baue ich jetzt mal aufbauen. Leute, was habe ich jetzt die ganze Zeit gemacht? Eigentlich nichts. Ich bin super müde heute. Ich saß eigentlich nur ein bisschen in der Sonne, weil die Sonne scheint und ich sehe halt schon wieder super fertig aus. Katastrophe. Aber
Ich habe am Freitag, ich glaube am Freitag, nee, da war Feiertag, am Samstag. Samstag eine Haartönung gekauft. Because ich will ja schon immer meine Haare anders haben. Für alle, die meine Haare kennen, wissen, dass die super dunkel sind. Also sind wirklich dunkel, wow, dunkelbraun, fast schon schwarz. Und ich hasse diese Haarfarbe. Beachten es jetzt nicht, die sind auch nicht gewaschen. Ich habe von gestern noch so Gel drin. Und ich hätte halt so gerne hellbraune Haare oder so orangenmäßig. Aber dazu müsste ich halt meine Haare wirklich blondieren. Und das will ich nicht, weil danach kann ich sie echt in den Müll werfen. Und ich glaube, ich würde es dann auch bereuen. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere es einfach mit einer Tönung. Wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, weil meine Haare viel zu dunkel dafür sind. Aber so werden die danach ähnlich aussehen. Aber die sollten dann so hellbraun werden. Und ich glaube, das ist nicht der Fall, weil hier auf dieser Leiste, das hier soll hellbraun normale Ausgangshaarfarbe sein. Und so soll es danach aussehen. Meine Haare sind ja viel dunkler als das. Wahrscheinlich wird man gar nichts sehen. Weil ich letztes Jahr meine Haare mal so orange getönt habe. Und das hat man tatsächlich ein bisschen gesehen. In der Sonne. Und man hat es schon ein bisschen gesehen, ja. Hat auch ein bisschen gehalten. Aber die Farbe gibt es irgendwie nicht mehr. Und deswegen probiere ich jetzt die. Ist eine Intensivtönung, die bis 8 Wochen hält. Das wird bei mir eh nicht halten. Also jetzt schon. Und ich weiß nicht mehr, ob das eine gute Farbe ist. Wahrscheinlich nicht. Jeder Friseur wird sich gerade denken, don't do it. Ich mach's trotzdem. Okay, jeder macht mal seine Erfahrungen mit Haare färben und bereut es danach. Aber ich habe mir deswegen extra eine Tönung genommen und kein Färbemittel, weil Färben wäre Katastrophe. Dann könnte ich es vergessen, aber ich glaube, in der Tönung passiert gar nichts. Oh Gott, das werden wir nachher tun. Ja, ich freue mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen. Und eigentlich würde ich gerne ein Powernap machen, aber ich kann nicht schlafen, habe ich gerade festgestellt. Deswegen mal sehen. Nachher werde ich die Haarfarbe hier drauf geben. Oder Haartönung. Beziehungsweise meine Mom. Und dann werden wir sehen, was daraus wird. Fischi macht die Mische. So, das kannst du jetzt verschütteln. Mama hat mir einen Müllsack umge. Was muss ich jetzt machen? Schütteln, bis es verteilt ist. Schütteln, nicht? Das ist ja orange. Ich habe ja hellbraun genommen. Es wird eh keine Veränderung großartig geben, weil was du jetzt hier. Aber trotzdem. Schüttel doch ein bisschen. Es steht sofort schütteln und nicht in 10 Minuten. Leute, ich habe gestern nicht mehr gevloggt und ihr seht schon, das ist das Ergebnis. Man sieht absolut nichts, was auch zu erwarten war. Also meine Mama meinte, man sieht ein bisschen was in der Sonne, dass sie heller sind. Also wenn ich jetzt mich hier im Spiegel anschaue, dann sehen sie tatsächlich ein bisschen heller aus. In der Kamera sieht man absolut gar keinen Unterschied, aber wenn man es, also wenn ich es jemanden nicht sagen würde, würde es sowieso niemals auffallen. Und so fällt jetzt auch nicht wirklich auf, aber ich versuche es euch irgendwie im Licht zu zeigen. Aber hier erkennt man schon ein bisschen, dass sie heller sind, oder? Ein bisschen. Aber ja, auf keinen Fall so, dass man das irgendwie merken würde, leider. Aber so ist es halt. Meine Haare sind halt einfach dunkel, ich kann nichts machen. Ich müsste sie blondieren und das möchte ich nicht. Ich hatte heute übrigens den ganzen Tag Uni. Ich bin ein bisschen müde und fertig. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr viel machen. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich werde dann Serie schauen und auch schon schlafen. Wobei, sieht man jetzt ein bisschen was? Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Aber ja. Ich würde sagen, das war's mit meinem Vlog. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und sehen uns dann beim nächsten Mal. Schaut gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Folgt mir gerne hier auf YouTube, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, see you next time. Bye. Und ich bin richtig überbelichtet. Aber see you next time. Bye.